Unser zweiter Talk zum Freifunk dreht sich eigentlich mehr um das Rechtliche. Es gibt natürlich Pflichten und Rechte, die wir haben als Freifunker. Und ich als Laie verstehe natürlich relativ wenig, aber wir haben hier Beata Hubrick dabei, die Anwältin ist in zivilen Urheber- und Datenschutzrecht. Und sie hat sich mit diesem Thema befasst und sie wird uns was darüber erzählen, wie es rechtlich aussieht, anhand von, glaube ich, Beispielen und so. Und ja, ich würde euch herzlich einladen, sie hier auf der Bühne ein bisschen Applaus zu geben. Dankeschön. Hallo, ich freue mich hier zu sein und euch von meinen Erlebnissen zu erzählen, die ich vor Gericht hatte in den letzten zwei Jahren. Es geht um den Anschlussinhaber, den Internetanschlussinhaber, der ja auch Freifunker ist oder ob es eine WG ist oder eine Familie etc. Es geht halt um denjenigen, der seinen Anschluss mit weiteren Personen teilt. Und ich möchte zeigen, was der Gesetzgeber geregelt hat und wie die Rechtsprechung damit umgeht. Das ist so mein Plan und ich versuche in diesem Vortrag einen bestimmten Punkt herauszuarbeiten, den ich dann auch mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, explizit als Forderung aufstelle. Und mein Ziel ist es, dass ihr das nachvollziehen könnt, warum ich das fordere und warum das in den nächsten Jahren tatsächlich auch umgesetzt werden muss. Aber ich fange vorne an. Der Gesetzgeber möchte schon sehr lange, seit Jahrzehnten, dass der Anschlussinhaber, also derjenige, der den Zugang zu Telemedien vermittelt, privilegiert ist, und zwar haftungsprivilegiert. Das ist auch ein juristischer Begriff. Das bedeutet, dass er freigestellt werden soll von Haftung, von der Verantwortung für das Handeln von Dritten. Ich bin vom Hause aus Juristin, schon ziemlich lange. Das heißt auch, dass ich diese Sprache benutze und ich breche das für euch nicht runter auf die Umgangssprache, sondern ich benutze diese Begriffe, erkläre sie aber und hoffe, dass ich euch das mitgebe, worum es hier juristisch geht. Ja, das ist mein zweites Ziel. Eigentlich ist mir das noch wichtiger. Ja. Okay, ich konzentriere mich auch nur auf das Telemediengesetz und nur auf den Access Provider. Diese ganze Materie ist viel größer. Und rechts und links, wenn euch da Sachen einfallen, sind die berechtigt. Da kann man viel ergänzen. Das mache ich jetzt in diesem Vortrag nicht, sondern konzentriere mich nur auf diese Haftungsprivilegierung. Ich führe ein bisschen ein in das, was der Gesetzgeber möchte. Und dann gucken wir uns an, was denn die Rechtsprechung mit dem gesetzgeberischen Willen tatsächlich in den letzten zwei Jahren gemacht hat. Den Paragraphen 8 des Telemediengesetzes gibt es schon sehr lange. Den gibt es schon seit mehreren Jahrzehnten. Den gab es auch schon, als 1999 die Abmahnung gegen Anschlussinhaber begann. Diese Regelung hat sich nicht verändert. Auch durch die einzelnen Novellierungen hat sich diese Regelung nicht verändert. Und zwar ist der Diensteanbieter für fremde Informationen, die er übermittelt, nicht verantwortlich. Das ist die erste Aussage. Das ist die Haftungsprivilegierung, die Freistellung der Verantwortung. Es sei denn, er hat diese Übermittlung veranlasst oder hat davon Kenntnis
oder hat die Informationen, die übermittelt wurden, mit ausgewählt. Das heißt, wenn er daran beteiligt ist, entfällt seine Verantwortung. Ist er daran nicht beteiligt, hat er keine Kenntnis, ist er von der Haftung, von der Verantwortung freigestellt. Das ist die Haftungsprivilegierung, die gesetzliche Regelung, die wir jetzt schon seit Jahrzehnten haben. Und Anwendung findet diese Privilegierung eben auf Diensteanbieter, die den Zugang zu Telemedien vermitteln. Also auf Anschlussinhaber. Ja, wir Juristen gucken immer, für wen Gesetze tatsächlich gelten. Wir haben sehr viele Spezialgesetze. Das Telemediengesetz ist ein Spezialgesetz. Und es ist hier keine Ausnahme gemacht. Also ist nicht abhängig von dem Inhalt und das ist auch nicht abhängig von Werkzeugen, die man benutzt, sondern in dem Moment, wo ich Dritten den Zugang zu Telemedien vermittle, bin ich Diensteanbieter und gemäß § 8 Telemediengesetz haftungsprivilegiert. Ich will das euch so genau zeigen, damit ihr seht, dass der Gesetzgeber keine Ausnahmen vorgesehen hat und keine weiteren Tatbestandsmerkmale für die Haftungsprivilegierung normiert hat. Und neu ist seit gut zwei Jahren, also seit Herbst 2017, dass klargestellt ist, vor allem klargestellt, es hat sich jetzt nicht verändert, sondern der Gesetzgeber hat klargestellt, dass derjenige, der den Zugang zum Internet ermöglicht, nicht Störer ist. Das war immer umstritten rechtlich. Es gab Gerichte und Richter, die das vertreten haben, auch manche Stimmen in der Literatur. Es war sehr, sehr streitig, denn es handelt sich ja hier um ein Kommunikationsmittel. Und Voraussetzung für die Störerhaftung ist, dass eine Gefahrenquelle eröffnet ist. Also das ist sehr schwer tatsächlich zu argumentieren, dass ein reines Kommunikationsmittel an sich eine Gefahrenquelle darstellt, eine Gefahrenzone. Das bedeutet, wenn ich Störer bin, dass ich aktiv handeln muss, um den Eintritt eines Schadens zu verhindern. Störerhaftung ist eine Sache, die rechtlich, also in unserem Rechtssystem sehr weit verbreitet ist, typischerweise im Polizeirecht. Ja, gibt es Verhaltensstörer, Handlungsstörer, Zustandsstörer oder im Sachenrecht. Das heißt, ich bin für bestimmte Sachen, zum Beispiel mein Kfz, wenn es eine Einfahrt blockiert, bin ich dann dafür verantwortlich und muss dafür sorgen, dass es von einer Feuerwehreinfahrt zum Beispiel wegkommt. Und wenn ich das nicht selber mache, dann wird das ja für mich gemacht, aber ich trage die Verantwortung dafür. Das heißt, durch mein Tun, Handeln, Unterlassen schaffe ich eine Gefahr für jemand etwas anderes, also für jemand anderen oder für ein Schutzgut eines anderen und trage die Verantwortung, dass der Schaden bei dem anderen nicht stattfindet, nicht tatsächlich geschieht, eintritt. Deshalb war das immer ein bisschen sehr schwierig, juristisch zu argumentieren, dass ein Internetanschluss tatsächlich eine Gefahrenzone ist. Okay. Der Gesetzgeber hat klargestellt, dass es sich nicht um eine Gefahrenzone handelt. Also die Störerhaftung haben wir definitiv seit Mitte 2018. Da hat der BGH nochmal gesagt, ja, das Telemediengesetz, die Novellierung ist verfassungsgemäß, ist korrekt alles und der Anschlussinhaber darf nicht mehr als Störer tatsächlich zur Verantwortung gezogen werden. Und dann gibt es neu den Paragraphen 7 Absatz 2. Das hat der Gesetzgeber gesehen, dass vorher, also Jahre vorher diskutiert wurde, ob es denn Nachforschungspflichten für den Anschlussinhaber geben könnte oder sogar im Vorfeld irgendwelche Prüfpflichten. Das bedeutet, Nummer eins, ist der Anschlussinhaber verantwortlich dafür, dass Dritte Urheberrechtsverletzungen begehen?
oder nicht. Also muss er im Vorfeld irgendetwas tun, wie zum Beispiel eine Splashpage und auch dieser darauf hinweisen, dass Urheberrechtsverletzungen und andere Rechtsverletzungen nicht begangen werden, oder ist er dafür nicht verantwortlich? Im Telemediengesetz steht seit Herbst 2017, dass er dafür nicht verantwortlich ist, dass keine Prüfpflichten bestehen und auch im Nachhinein, nachdem eine Urheberrechtsverletzung begangen wurde, hat er nicht die Pflicht nachzuforschen, ob irgendeine Handlung auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Das ist auch der Gesetzestext, auch explizit geregelt, dass diese beiden Pflichten nicht bestehen. Und jetzt gucken wir uns an, was die Rechtsprechung mit der Grundlage tatsächlich tut, wie sie damit arbeitet. Wir sind hier in diesem Thema im Zivilrecht. Also wir sind nicht im Strafrecht, nicht im öffentlichen Recht, es geht nicht um Bußgelder, sondern es geht darum, dass eine Privatperson, gerne auch eine juristische Privatperson, von einer anderen Privatperson etwas möchte. Das sind die vier ganz bekannten Ws. Jeder, der Grundstudium Rechtswissenschaft hinter sich gebracht hat, kennt die vier Ws. Das ist die Grundlage des Zivilrechts. Also wer will was, von wem woraus. Diese vier Fragen müssen beantwortet werden. Das ist die Grundlage dafür, dass ich zivilrechtliche Ansprüche einer Person gegenüber geltend machen kann. Wer ist klar? Die Rechteinhaber. Was ist der Lizenzschaden? Auch Unterlassungsanspruch unverändert. Und Schadensersatz, das sind, also Aufwendungsersatz, das sind dann die Anwaltskosten. Dann woraus aus dem Urhebergesetz. Und der Knackpunkt, den wir hier behandeln, ist von wem. Von wem? Ja, man kann natürlich auch tatsächlich darüber streiten, was. Wir können auch uns mit der Lizenzanalogie auseinandersetzen. Das muss man auch, aber das müssen wir ein andermal machen. Hier sprechen wir darüber, von wem die Rechteinhaber Schadensersatz verlangen, Aufwendungsersatz und Unterlassungserklärung. Zur Verdeutlichung machen, als es die Störerhaftung für diesen Bereich noch gab, gab es immer mit auch die Unterlassungserklärung, die zu zeichnen war. Obwohl die Störerhaftung weg ist, gibt es aber immer noch den Anspruch auf eine Zeichnung, dass ich zukünftig unterlasse, diese konkrete Datei für eine Vielzahl von Menschen zur Verfügung zu stellen, zum Download zur Verfügung zu stellen, ja, also hochzuladen. Und diese Erklärung bleibt ja 30 Jahre in der Welt. Das ist ein sehr, sehr langer Zeitraum, ist strafbewehrt. Und der ist nicht an die Störerhaftung gebunden, sondern der ist an den Unterlassungsanspruch, also wenn jemand etwas falsch macht, in meine Rechte eingreift, hier in dem Fall Eingriff in das geistige Eigentum, auch dann besteht weiter der Anspruch auf zukünftige Unterlassung. Also alle drei Ansprüche bestehen unverändert weiter. Der Rechteinhaber weiß nicht, wer die Urheberrechtsverletzung begangen hat, weil derjenige nicht mit seinem Namen auftaucht. Zumindest in den Fällen, die ich jetzt hier gerade behandle, und zwar die File-Sharing-Fälle. Also es gibt auch die Fälle, wo Bilder gepostet werden. Ja, über die spreche ich gerade nicht, sondern ich spreche über die Haftung des Anschlussinhabers, die vorwiegend über File-Sharing läuft. Weil der Rechteinhaber das nicht weiß, wer hinter dem Anschluss steckt, wer das benutzt, gibt es eine Erleichterung für den Rechteinhaber. Das nennt man die sekundäre Darlegungslast. Normalerweise, wie gesagt,
muss derjenige, der Ansprüche geltend macht, alle vier Punkte, wer, was, woraus und von wem, schlüssig darlegen. Und dann kann er den Anspruch geltend machen. Hier haben wir das Problem, dass er, der Ich-Drinhaber, nicht weiß, von wem. Und er bekommt eine Erleichterung. Das heißt, es reicht aus, seit Jahren schon, dass er den Anschlussinhaber identifiziert und als solchen bestimmt. Das nennt man tatsächliche Vermutung. Die Rechtsprechung vermutet, dass der Anschlussinhaber grundsätzlich seinen Anschluss auch selber benutzt. Und der Anschlussinhaber muss jetzt also darlegen, dass nicht nur er als Täter in Betracht kommt. Er muss sozusagen die tatsächliche Vermutung erschüttern. Er muss darlegen, vor allem darlegen, nicht beweisen, das sind zwei unterschiedliche Begriffe mit zwei unterschiedlichen Bedeutungen, also nur darlegen, dass er nicht der Einzige ist, der diesen Anschluss nutzt. Dann ist die tatsächliche Vermutung erschüttert. Ja? Es geht gerade nicht darum, dass es eine Beweislastumkehr gibt. Also der Anspruchsgegner, hier der Access Provider, muss eben nicht beweisen, dass er die Urheberrechtsverletzung nicht begangen hat. Einfach deshalb, weil man eine Nicht-Tatsache nicht beweisen kann. Und schon gar nicht vor Gericht. Wir haben ja nur ganz wenige Beweismöglichkeiten, die überhaupt erlaubt sind. Und das wissen wir alle, dass ich eine Tatsache, die nicht besteht, nicht beweisen kann. Unser Rechtssystem funktioniert genau so, dass man mir etwas beweisen muss, damit ich dafür hafte. Also die sekundäre Darlegungslast ist gerade nicht dafür da, kann gar nicht sein, dass die Beweislast sich umkehrt und ich beweisen muss als Anschlussinhaber, dass ich die Rechtsverletzung nicht begangen habe. Das sind die zivilrechtlichen Grundregeln. Und jetzt haben wir fange ich mit den Fällen an, wie die Rechtsprechung, das, was ja juristisch gar nicht so wahnsinnig herausfordernd ist, also das kann man ja ganz gut überschauen und ich gehe mal davon aus, dass das ganz gut verstanden wurde, was ich erklärt habe. Das ist jetzt keine Hexerei, richtig? Ja. Und ich habe mir das auch nicht ausgedacht, sondern es steht ja im Gesetz drin, was ich ja vorgelesen habe, im O-Ton. Dann haben wir ein Urteil vom Kammergericht vom 11.11.2019, also vom letzten Monat. Kammergericht ist das höchste Zivilgericht in Berlin. Ja, also ist das sozusagen das OLG, es heißt einfach nur Kammergericht. Ja. Also darüber ist dann BGH und Bundesverfassungsgericht, sind nur noch die Bundesgerichte, wo ja auch der Zugang sehr, sehr schwer ist und auch in diesem Fall ausgeschlossen, weil das Kammergericht die Revision nicht zugelassen hat. Die Verfassungsbeschwerde ist anhängig seit dem 23.12. Mal gucken. Also, das Kammergericht hat geurteilt, der Anschlussinhaber hat die für eine täterschaftliche Begehung der Überrechtsverletzung durch ihn sprechende tatsächliche Vermutung durch den Beweis der ernsthaften Möglichkeit eines anderen Geschehenslaufs zu erschüttern. Ist natürlich Juristendeutsch, ich übersetze das. Das Kammergericht hat gesagt, entgegen den gesetzlichen Regelungen der Anschlussinhaber, hier in dem Fall ein Freifunker, der ein ganzes Wohnprojekt versorgt und auch Nebenhäuser versorgt, soll im gerichtlichen Verfahren beweisen, also nicht einfach nur darlegen, sondern tatsächlich entweder durch Zeugenbeweis oder durch Urkunde oder in Augenscheinnahme beweisen, dass nicht er als Täter in Betracht kommt, sondern konkret jemand anderes. Das schafft man, wenn jemand aussagt, dass er die Urheberrechtsverletzung begangen hat. Dass ein Dritter die begangen hat. Ja. Gibt es in diesem Fall nicht. Der Anschlussinhaber weiß tatsächlich nicht, wer das begangen hat. Gibt auch keine Protokollierung, gar nichts. Gab eine Diskussion. Innerhalb der Bewohner auch Besuch etc. ist nicht herausgekommen.
Also es gibt kein positives Wissen, wer die Urheberrechtsverletzung begangen hat. Der Normalfall ist ja auch, dass man nicht weiß, wer die Rechtsverletzung begangen hat. Das ist der Normalfall. Es sei denn, ich gucke mir tatsächlich an, was andere Personen im Internet machen. Das heißt, ich überwache die Kommunikation. Solange ich die Kommunikation nicht überwache, weiß ich nicht, wer das war, solange mir das niemand sagt. Trotz der Haftungsprivilegierung, trotz der Regelung der sekundären Darlegungslast, sagt das Kammergericht, dass der Anschlussinhaber die tatsächliche Vermutung, er sei als Anschlussinhaber der Täter der Urheberrechtsverletzung, den Beweis erbringen muss, dass ein anderer Geschehensablauf, also ein anderer Täter als er in Betracht kommt. Es sagt auch, der Anschlussinhaber soll nachvollziehbar dartun, welche Person mit Rücksicht auf Nutzerverhalten, Kenntnis und Fähigkeit sowie in zeitlicher Hinsicht die Gelegenheit hatte, ohne sein Wissen und Zutun diese Urheberrechtsverletzung zu begehen. Und wenn wir das jetzt versuchen, in die Praxis umzusetzen, kommen wir wieder an den Punkt, dass der Anschlussinhaber, um aus dieser Haftungsgefahr rauszukommen, das Nutzerverhalten mitloggen muss und vor Gericht vortragen muss, was für technische Kenntnisse die einzelnen Nutzer haben und was für konkrete Fähigkeiten sie zum Tatzeitpunkt hatten. Und ich referiere kein Gespräch in einer Bar, ja, wo man seine persönliche Meinung mal in lustiger Runde äußert, sondern das sind drei Richter am Kammergericht. Und das, was mich am meisten erschüttert hat, das Landgericht, also es war am Amtsgericht Charlottenburg anhängig. Die meisten Falschstellungsprozesse sind am Amtsgericht anhängig. Das sind halt dann Streitwerte von 1.500 Euro bis 2.500, also alles noch im überschaubaren Bereich. Amtsgericht hat es nicht angenommen, hat sich für sachlich unzuständig gehalten, hat gesagt, dass der Streitwert ist höher als 5.000 Euro. Landgericht musste annehmen. Landgericht hat gesagt 10.000 Euro Streitwert. Und das Kammergericht hat in der mündlichen Verhandlung am 11.11.2019 ohne Begründung gesagt, okay, wir nehmen hier einen Streitwert von 16.000 Euro an. Also damit haben wir es schon wieder mit sehr viel Heu zu tun. Das heißt, der Rechtsstreit kostet mehrere tausend Euro. Ohne Begründung. Und was auch im Zivilrecht sehr, sehr unüblich ist, das Urteil wurde am Tag, also nicht nur am Tag, sondern im Anschluss an die öffentliche Sitzung am 11.11.2019 tatsächlich gefällt. Wir hatten eine Zeugenbefragung, die hat mehrere Stunden gedauert. Die Richter sind in die Beratung gegangen. Das passiert normalerweise deshalb, weil Richter beraten, wie das Verfahren, jetzt die öffentliche Sitzung, weitergeführt wird. Sie haben 3 Minuten darüber beraten, was für ein Urteil tatsächlich am Ende sein soll. Also meine Vermutung ist, die ich hier auch ganz öffentlich ausspreche, dieses Urteil war, bevor wir in die mündliche Verhandlung gegangen sind, stand das schon fest. Und ich habe in der Akte, das ist aber dann ein paar Monate vorher, den Hinweis oder die Idee des Vorsitzenden an die Gegenseite, ob sie nicht überlegen, also an die Rechteinhaber, ob sie nicht überlegen möchten, auf die Ansprüche zu verzichten, weil die Rechtslage für den Anschlussinhaber spricht. Wollte die Gegenseite nicht? Und der Freifunker wurde verurteilt, es wurde festgestellt, dass die Ansprüche gegen ihn, also auf Lizenzschaden, auf Aufwendungsersatz und dass er eine Unterlassungserklärung zu zeichnen hat, festgestellt. Mal gucken, ob das Bundesverfassungsgericht dazu etwas sagt. Aber es geht noch weiter. Ich erinnere noch mal daran, was die Richter wollten, damit der Anschlussinhaber aus der Haftung rauskommt. Und zwar Informationen über das Nutzerverhalten.
Und das Besondere ist in diesem Bereich auch noch, dass der BGH angenommen hat, dass es sich bei File-Sharing, wenn ich das hochlade und anbiete, um ungerechtfertigte Bereicherung handelt und diese verjährt innerhalb von 10 Jahren. Die normale Verjährungsfrist ist 3 Jahre. Und einen solchen Fall habe ich auch. Da kommen die Rechtsinhaber kommen nach 5, 6 Jahren, nach dem BGH sogar noch länger, und möchten von dem Anschlussinhaber wissen, wer anderes als er selber als Täter in Betracht kommt, also ein anders ablaufender Geschehensablauf, für Sachverhalte, die Jahre zurückliegen, bis 10 Jahre. Und diese 10-Jahre-Frist ist ja auch nur, dass tatsächlich Klage erhoben wird. Und dann gibt es ja noch das ganze Verfahren. Also das zu Ende gedacht, sehe ich nicht von den Richtern. Ich habe aber viel mit Richtern zu tun und ich weiß, dass sie gewohnt sind, komplexe Sachverhalte zu verstehen und aufzuarbeiten und über Sachen nachzudenken und auch Gesagtes, oft als Schrift, auch schriftlich Dargelegtes, dass sie das verstehen, grundsätzlich. Ja, wir haben es hier mit intelligenten Leuten zu tun, definitiv. Aber da ist ein Unwillen, ne, tatsächlich diese Haftungsprivilegierung umzusetzen. Die ganze Störerhaftung, die wir jetzt jahrelang hatten, über die wir gestritten haben und die da so eine Gefahr geschaffen haben für Anschlussinhaber, weil es ja um Monatsgehälter geht, ist nie vom Gesetzgeber gewollt und nie festgelegt für Gesetzgeber, sondern ist reines Richterrecht. Und die Richter wehren sich anscheinend mit Händen und Füßen, den gesetzgeberischen Willen umzusetzen. Ich gehe weiter. Auch ein sehr, sehr schöner Fall. Der Freifunker gewinnt in der ersten Instanz vom Landgericht Berlin. In der zweiten Instanz verzichtet die Gegenseite auf die Ansprüche. Aber das Kammergericht gibt dem Freifunker auf, die kompletten Prozesskosten dieses Verfahrens zu tragen bei einem Streitwert von 10.000 Euro. Unter Verletzung des Paragraphen 91a Zivilprozessordnung, das wissen wir alle, derjenige, der in dem Verfahren unterliegt, muss die Prozesskosten tragen. Das heißt, die Gerichtskosten, die gegnerischen Anwaltskosten und die eigenen Anwaltskosten. Der Freifunker hat in der ersten Instanz gewonnen. In der zweiten Instanz haben die Rechteinhaber, also die Gegenseite, auf ihren Anspruch verzichtet. Und das Kammergericht hätte noch quoteln können, hätte noch sagen können, okay, gut, das wissen wir nicht so ganz genau, was jetzt tatsächlich auch rausgekommen wäre. Also machen wir eine 50-50-Teilung. Kann man auch noch mitdenken. Haben sie nicht, wollten sie nicht, sondern sie haben den Rechteinhaber komplett freigestellt. Und der Freifunker musste die ganzen Gerichtskosten tragen. Verfassungsbeschwerde vom Verfassungsgerichtshof Berlin wurde abgeschmettert. Also ohne sich inhaltlich damit auseinanderzusetzen. Ich zeige am Ende auf der letzten Folie eine Webseite. Da berichten wir nochmal ausführlich mit natürlich, also mit den Urteilen, aber immer mit tiefergehend, ja, breiten wir das auf, sodass ihr dann, wenn ihr Interesse habt, dann das nochmal direkt nachklicken könnt. Die Begründung des Kammergerichts, dass der Freifunker die ganzen gesamten Prozesskosten zu tragen hat, lautete, die Rechteinhaberin war mit Rücksicht auf die jetzt im Herbst 2017 geänderte Rechtslage daran gehindert, ihren nach Auffassung des Senats ursprünglich begründeten Unterlassungsanspruch weiter zu verfolgen. Also sie haben erkannt, dass nach der jetzigen Rechtslage die Rechteinhaber keinen Anspruch gehabt hätten also mit dieser Begründung der Rechteinhaber die kompletten Verfahrenskosten auferlegen müssen, sagen aber, er wurde gehindert durch den Willen des Gesetzgebers. Deshalb müssen sie die Verfahrenskosten nicht tragen.
Und ich habe mir ja nicht getraut, das mit meinen eigenen Worten zu schreiben. Ich habe das alles zitiert. Das ist nicht meine Sprache, sondern das ist die Sprache des Kammergerichts. Ja, das ist ein Zitat. Okay. Aber es geht weiter. Es gibt noch mehr. Ich wollte mal raus aus Berlin, nur mal um zu zeigen, dass es nicht eine reine Problematik an den Berliner Gerichten ist, sondern dass es auch bundesweit ist. Also dass in München, in Köln oder hier eben auch in Hannover am Landgericht auch, dass man da nachgucken kann, die Quelle, steht, dass einfach ohne Begründung, dass der Anschlussinhaber eben nicht unter Diensteanbieter fällt, obwohl er das Netz teilt, aber er fällt einfach nicht darunter, unter den Anwendungsbereich des Telemediengesetzes. Ohne Begründung. Ist halt einfacher. Ja. Und weiter. Der 15. Zivilsenat des Landgerichts Berlin, Entscheidung aus diesem Sommer, 11.07.2019. Auch sehr lustige Entscheidung. Das Provider-Privileg des Absatz 1 TMG, was wir uns angeguckt haben, findet keine Anwendung auf altruistische Freifunker. Wer selbstlos seinen Internetzugang einem offenen, anonym bleibenden Nutzerkreis zur Verfügung stellt, verletzt seine Prüfpflichten als Anschlussinhaber. Wir haben gesehen, es gibt es nicht. § 7 Absatz 2 TMG sagt, es gibt diese Prüfpflichten nicht. Das ist Bundesgesetz, das ist geltendes Gesetz. 15. Zivilsenat des Landgerichts Berlin sagt, trotzdem. Wollen wir trotzdem. Es interessiert uns nicht, was der Gesetzgeber sagt. Und sie gehen sogar noch weiter und sagt, bei altruistischen Freifunkern soll der Anschlussinhaber sogar als Störer haften. Obwohl wir ja seit 2 Jahren keine Störerhaftung mehr für Anschlussinhaber haben. Also im Telemediengesetz. Auch, ich stelle die Präsentation auch online. Das heißt, die Quelle ist immer angegeben. So, nochmal vom 1.10.2018, da hat der beklagte Anschlussinhaber nicht ausreichend dargelegt, also nicht plausibel erklärt, wer für die Rechtsverletzung in Betracht kommt. Also hier auch wieder nicht nur, dass die Haftungsprivilegierung nicht angewandt wird, sondern die Grundsätze des Zivilrechts. Dass ich, wenn ich einen Anspruch stelle, alle 4 Sachen beweisen muss, wenn sie bestritten werden, dann beweisen muss, dass der andere für diesen Anspruch auch tatsächlich haftet. Geht hier wieder das Landgericht so weit und sagt, der Anschlussinhaber muss plausibel erklären, wer anderes als er für die Urheberrechtsverletzung in Betracht kommt, wer schuldig ist. Sie benutzen sogar das Wort schuldig im Zivilrecht. Okay. Das war es erstmal mit den Fällen. Ich glaube, zeitlich geht es jetzt auch zu Ende. Ich will nur mal ganz kurz darauf hinweisen, dass setze mich natürlich dann mit den Richtern auseinander, ja, und sie pochen auf die richterliche Unabhängigkeit. Das ist auch richtig. Richter sind unabhängig. Das steht auch im Grundgesetz, und zwar in 97 Absatz 1 Grundgesetz. Aber sie sind nicht unabhängig vom Gesetz. Sie sind unabhängig, sicher, von Weisungen Dritter. Aber sie sind nicht unabhängig vom Gesetz. Sie sind dem Gesetzen unterworfen, also auch dem Telemediengesetz. Wenn der Gesetzgeber etwas festlegt, dann müssen die Gerichte das auch anwenden. Man kann aber in unserem System überhaupt nichts machen. Man kommt an Richter nicht ran. Also ich habe hier auch immer diese 255er Verfahren nochmal dick gemacht. Das ist eine verkürzte Berufung. Also eigentlich haben wir in diesem Verfahren nur eine einzige Instanz. Ne? Und diese 255er Verfahren, deshalb habe ich die gesondert gekennzeichnet, bedeutet, dass die Berufung erstmal abgeschmettert wird, ohne dass es eine Auseinandersetzung über den Inhalt gibt, warum die Berufung eingelegt wird. Es gibt keine mündliche Verhandlung.
Also man kommt, wenn überhaupt, nur über 339 ran, also wenn es sich um Rechtsbeugung handelt. Aber das bedeutet, dass man dem Richter nachweisen muss, dass er wider besseren Wissens tatsächlich eine Partei benachteiligt. Das geht aber in diesem Potpourri jetzt nicht mehr. In dem Bereich bewege ich mich nicht. Und die letzte Folie. Ich habe mir natürlich die Frage gestellt, was ist jetzt in den letzten 2 Jahren passiert? Oder was passiert in den letzten 2 Jahren vor Gericht? Zum einen habe ich das Gefühl, also ich weiß es nicht, weil kein Richter mir das direkt ins Gesicht sagt, aber ich habe das Gefühl, dass sie Angst vor diesem Kommunikationsmittel haben, dass sie Angst vor dem Internet haben, weil sie es nicht einschätzen können. Eine kleine Anekdote. Wir tragen vor Gericht vor, dass es selbstverständlich ist, dass man seinen Internetanschluss teilt. Also kommt ein 12-13-Jähriger zu einem Besuch, ja, sind die Kinder von Freunden, das Erste, was sie machen, ist, die drehen den Router um und gucken sich den Netzwerkschlüssel an und tragen den ein. Das ist alles selbstverständlich, das ist selbstverständlich. Und der Richter sitzt da, der Beisitzende, und schüttelt den Kopf. Und er schüttelt den Kopf, weil aus seiner Perspektive der Internetanschluss nicht geteilt wird. Das sieht er nicht. Er sieht es nicht, dass wir, also wir Bürger, wenn wir zusammenleben oder Sachen zusammen machen, uns gegenseitig besuchen, zusammenarbeiten etc., dass wir das teilen. So, das denkt er nicht einfach nur, sondern er schüttet, während ich das darlege, schüttet er den Kopf und sagt, nein, ist nicht. Das Internet ist nicht dafür da, dieser Anschluss, dass man ihn teilt. Jeder trägt Verantwortung dafür. Das heißt, sie leben in einer ganz anderen Welt. Meine Vermutung ist auch, dass es halt viel mit der Propaganda zu tun hat, die seit 2003 oder die 2003 gestartet ist. Das ist der Raubkopierer. Ja, natürlich gibt es keinen Raubkopierer. Es geht auch nicht ums Kopieren, sondern es geht ja um das Veröffentlichen, das Anbieten. Und Raub ist ja die Wegnahme einer Sache unter Gewalt oder Androhung. Das ist ja totaler Quatsch. Wäre ein Kapitalverbrechen, wäre auch Strafrecht. Aber das hat vielleicht irgendeine Wirkung in Gerichten nach sich gezogen. Was ich auch glaube, ist, dass es überhaupt einen Konflikt gibt. Immer mal wieder habe ich gehört, dass Richter sagen, es muss aber irgendjemand haften. Also wir haben ein Protokoll, wir haben einen Netzwerkmitschnitt, haben also dargelegt, dass es eine Urheberrechtsverletzung begangen wurde und es muss jemand haften, weil wenn keiner haftet, dann ist es total ungerecht. Und diese Ungerechtigkeit können wir nicht dulden, weil nämlich wir müssen etwas gegen die Kostenlos-Generation tun. So, die Rechtssoziologie kommt immer wieder auf den Punkt, dass Richter eine zutiefst konservative Einstellung haben. Das heißt, das kollidiert auch mit dem Freiheitsgefühl, mit dem, dass wir teilen möchten. Aber das größte Problem, was ich sehe, ist, dass Richter sich nicht fortbilden müssen. Das heißt, sie urteilen über Sachverhalte, über technische Sachverhalte, von denen sie selber wenig bis gar keine Ahnung haben und sind aber nicht in der Verpflichtung, tatsächlich sich in den Bereichen zu bewegen. Das ist natürlich eine ganz selbstverständliche Notwendigkeit, wenn ich über ein Sachverhalt urteile, dann muss ich auch verstehen, was tatsächlich da passiert. Diese Anforderung besteht aber nicht bei Richtern. Und das ist der Punkt, wo wir ansetzen können. Das ist eine politische Forderung, dass Richter, wenn sie, und wir haben ja Kammern, die sich da spezialisieren, es ist ja auch nicht nur Falschschenken, es ist nicht nur Urheberrecht, es ist noch viel, viel mehr, dass die Pflicht kodifiziert wird, dass Richter sich auch fortbilden, damit das nicht mehr passiert, dass Richter über Sachverhalte urteilen, die sie nicht verstehen. Und ich danke für die Aufmerksamkeit. Ja. So, hallo. So, wir haben noch Zeit für vielleicht ein oder zwei Fragen. Und ich denke, eigentlich nach diesem Vortrag müssen auch Fragen kommen, weil das ist eigentlich schon ganz spannend gewesen. Haben wir Fragen? Haben wir Fragen aus dem Internet? Nee, auch nicht. Doch, hier ist eine Frage.
Danke, danke für den spannenden Vortrag. Wie hoch ist der Altersdurchschnitt von so Richtern? Gibt es da Statistiken drüber? Hatte ich auch überlegt, ob ich da das anspreche. Bei den oberen Gerichten ist natürlich das Alter sehr fortgeschritten. Ja, die haben dann auch eine Karriere hinter sich gebracht. Aber am Amtsgericht Charlottenburg, wo diese Rechtsprechung auch beginnt, gibt es auch junge Richter. Hatte ich auch. Also einen sehr jungen Richter, mit dem ich in der Sache diskutiert habe, nach 2017. Und er wirklich da saß und genickt hat und ja, mit mir festgestellt hat, dass wir die Haftungsprivilegierung schon vor 2017 hatten. Und um die Haftungsprivilegierung zu umschiffen, die Störerhaftung entwickelt wurde, der Gesetzgeber klargestellt hat, dass es die Störerhaftung nicht mehr gibt. Das heißt dementsprechend, dass wieder die ganz klar ist, dass der Anschluss immer die Verantwortung nicht trägt, sitzt er da und nickt und nickt und nickt und macht ein anderes Urteil. Also ich mache es nicht am Alter fest. Hallo, ja, von meiner Seite aus vielen Dank für den Vortrag. Er hat mir insofern einmal ein bisschen was aufgezeigt. Ich betreue bei uns in der Community 4 der 6 Gateways und habe vor einem Jahr beschlossen, auf die Ausleitung über VPN über Holland oder Schweden zu verzichten. Ich bin jetzt ein bisschen verunsichert, was das Thema der persönlichen Risikoabwägung abgibt. Hast du Tipps irgendwo? Also wir haben eigentlich gar keine andere Wahl. Wir können diese Rechtsprechung nicht annehmen. Also wir können damit nicht leben, weil die Folge davon ist, entweder hat jeder von uns einen Anschluss, was halt nicht geht. Also viele bekommen auch einfach keinen Anschluss. So. Oder der Anschlussinhaber muss die Nutzer überwachen. Und das geht sich. Also die Datenschutzgrundverordnung steht dem erstmal auch entgegen. Also europäisches Recht steht dem entgegen. Und ich will auch nicht in einer Gesellschaft leben, wo die einzelnen Personen sich gegenseitig privat überwachen. Also der Anschlussinhaber hat dann Sonderwissen. Und man muss das mal zu Ende denken. Also es gibt irgendwo diesen Datensatz, der jeden Tag gefüllt wird. Der muss ja auch irgendwo sein. Ist der auf einem Webserver oder ist der halt wenigstens vom Internet geschützt? Und wer ist dafür verantwortlich? Wer kann darauf zugreifen? Wir kennen das alle. Wir leben zusammen. Da ist ein Endeschild. Und es gibt, also wir haben private Probleme. Also wir haben alle private Probleme. Und es kann nicht sein, dass es einen gibt, der diese Kommunikationsdaten von uns hat, also wann wir wo, mit wem, mit welchem Inhalt uns im Internet bewegen. Also es ist einfach ekelhaft. Ja, also schlimmer geht's nicht. Und das aus der Mitte von Berlin. Wir müssen uns dagegen wehren. Also wir müssen uns zusammentun. Also die Freifunker, die sind auch über offene, also über den Verein geschützt. Also sie haben müssen das Prozessrisiko mussten sie nicht selber tragen, sondern das hat die Community gemacht oder macht es immer noch. Das heißt, wir müssen uns zusammentun. Vor allem müssen wir darüber reden. Das ist ja heimlich. Ich war beim BMWI und habe das referiert und sie wussten das nicht. Sie dachten, sie machen dieses Gesetz, diese Novellierung und alles ist gut. Also die Haftungsgefahr für Anschlussinhaber gibt es jetzt in Deutschland nicht mehr. Das war der Stand. Da war ich jetzt vor ein paar Wochen und habe das dargelegt. Auch das, was ihr halt jetzt wisst, mal sehen, was passiert. Auf jeden Fall müssen wir uns dagegen wehren, stark sein, laut sein, sagen, dass das nicht funktioniert. Das ist mein Tipp. Okay. Danke. So, wir versuchen noch 2 kurze Fragen noch reinzuquetschen, aber dann müssen wir leider aufhören. Hier noch eine. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Meine Frage wäre, also, so wie ich das Gesetz verstanden habe, gibt es keinen Unterschied zwischen einer juristischen Person und einer natürlichen Person, wenn sie Anschlussinhaber ist. Wie sieht es vor Gericht aus? Also macht es da einen Unterschied, ob ich eine natürliche Person bin oder ob ich eine juristische Person bin? Ich habe dieses Sonderwissen nicht, wie die Rechteinhaber oder wonach sie entscheiden, gegen wen sie vor Gericht vorgehen. Aber die natürliche Person, also die privat ja, Familienvater, WG-Betreiber, Freifunker etc.,
ist die schwächste Person. Und die Wahrscheinlichkeit, gegen die gerichtlich vorzugehen, also erfolgreich vorzugehen, ist höher als gegen eine juristische Person, die erstmal grundsätzlich mehr Power hat, um sich gegen diese Ansprüche zu wehren. Also den Schwächsten, den Letzten beißen die Hunde. Ist sehr ungerecht, wird immer wieder angeprangert, aber das ist so der Fakt. Also es werden mehr natürliche Personen als juristische Personen abgemahnt. Das kann ich definitiv schon mal sagen. So, auch von mir nochmal vielen Dank für den Talk. Und meine Frage ist eher, da wir ja schon vorher die Frage hatten, wegen der Altersschwelle von den Richtern, kann man da eine Tendenz feststellen, dass die jüngeren Richter eher für Freifunk sind, im Gegensatz zu den Älteren? Nee, kann man nicht. Es liegt daran, dass sie keine technische Ausbildung haben, dass viele Richter Angst vorm Internet haben, dass sie es nicht einschätzen können. Mal so als Beispiel, die letzte Praktikantin, die ich hatte, die so am Ende ihrer universitären Ausbildung ist, vom ersten Staatsexamen, die haben keinen Datenschutz. Also sie lernen keinen Datenschutz an der Uni in Berlin. Also es fehlt an Wissen, an Verständnis, an Fortbildung. Ich mache das nicht am Alter fest, sondern tatsächlich daran, dass sie oft nicht wissen, womit sie es zu tun haben. Jetzt kommen wir leider zum Schluss. Also ich denke, es gäbe noch viele Fragen hier im Raum. Vielleicht, vielen Dank fürs Interesse. Ich freue mich sehr. Ja. Danke.